gemacht, dass man nicht davon ausgehen sollte, dass unsere Nachrichtendienste am Gesetz vorbei, am rechten Gesetz vorbei handeln. Aber wäre nicht folgender Ansatz denkbar, dass die Zusammenarbeit sich etwa darauf auch bezieht, dass die Deutschen zu den Amerikanern sagen, macht ihr das, wir dürfen das nicht, und anschließend gebt ihr uns eure Informationen, was ja eigentlich durchaus rechtlich nicht bedenklich wäre. Die Deutschen hätten damit ja kein Gesetz sozusagen gegen ein Gesetz verstoßen, aber letztlich wäre das doch in der Substanz doch eine Aushöhlung des Datenschutzes. Halten Sie das für denkbar aus Ihrer parlamentarischen Kontrollfunktion heraus auch, oder ist das sozusagen ein Vorwurf, der eigentlich in der Realität nicht wiederzufinden ist? Genau diese Frage haben wir den Diensten gestellt. Macht ihr Arbeitsteilung über Kreuz sozusagen? Ihr macht Arbeit für die anderen und die machen Arbeit für euch, die ihr nicht machen dürft. Also die machen sich die Finger schmutzig sozusagen, die Amerikaner, für etwas, was sie selber nicht dürfen. Antwort, genau dieses wird nicht gemacht. Die Arbeit über Kreuz und die sozusagen den Bruch des Datenschutzes durch andere. Den instrumentalisierten Bruch, also die Auftragsarbeit, ja, den Bruch der Datenschutzgesetze im Auftrag einer anderen Nation, das wird nicht gemacht.